Normalerweise machen wir das dann in den Kursen so, dass immer zur vollen und zur halben Stunde auch hier gewechselt werden kann vom Sitzen in der Halle zu einer Gehmeditation draußen, wo im Prinzip immer die gerade laufende Meditation weiterführen könnt, wie gestern schon kurz erwähnt. Der Aufmerksamkeitsfokus vom Atem zur vorrangigen Körperaktivität verschieben, aber sonst im Prinzip die gleiche Übung weitermachen und eben zur vollen und halben Stunde, damit nicht die ganze Zeit ein Dauerraschen ist. Jetzt haben wir nur noch 20 Minuten bis zur nächsten vollen Stunde. Weiß nicht, ob ich das schaffe jetzt so schnell. Es ist auch fast schade, das sich hetzen zu müssen. Ihr könnt auch jetzt wenn jemand sich schwer tut, zu lang zu sitzen, ich werde nach 20 Minuten einen kleinen Gong machen. Dann könnt ihr euch ein bisschen umpositionieren oder manche meditieren dann auch gern im Stehen, zum Beispiel, wenn sie nicht mehr sitzen können. Wer nicht weiß, wie lange ihr zu sitzen gewohnt seid. Ach ja, und um kurz vor 12 oder um 12 ist dann Mittagspause. Mittagspause. Und um 13:30 Uhr sehen wir uns dann hier wieder. Wie Das lange ist sitzen wir dann jetzt? Wie spät ist es jetzt ist es 20 vor 11. Wir werden jetzt bis 11 sitzen. Nein, bis Ab 12? halb 12, danke. Wer will, kann bis 12 weiter sitzen oder dann auch die halbe Stunde Gehmeditation machen vor der Mittagspause. Aber einen kleinen Zwischengong werde ich machen um 11, damit ihr wisst, jetzt ist die Möglichkeit, sich vielleicht ein bisschen umzusetzen. Dass es auch dann einen Zeitpunkt gibt dafür. Beginnen die Meditation damit, ganz bewusst den Aufmerksamkeitsfokus seiner Zerstreutheit in Vergangenheit und Zukunftsgedanken rauszuholen, indem wir ein Objekt in der Gegenwart bieten. Einfache Tatsache, dass der Körper, so wie er hier sitzt, meditiert, ein- und ausatmet, Objekt, das per se vielleicht nicht so aufregend ist, aber trotzdem unsere Aufmerksamkeit fesseln kann, wenn uns bewusst wird, das ist unsere Chance, den Geist in der Gegenwart zu stabilisieren, Atem im Körper ist das Schlüsselloch, dass unsere Aufmerksamkeit genau hineinpasst.
Nichts auf der ganzen weiten Welt da draußen ist jetzt wichtiger als dieses Ein- und Ausatmen des Körpers.
ganz ohne einen Fokuspunkt festzulegen. Ganz im Gegenteil, so dass wir nach und nach den ganzen Körper miterleben. Atmen wir achtsam ein und aus. Entdecken die subtile Erleichterung. Der Abkehr vom Sinnlichkeitschaos. Ganz still und bescheiden mit jedem Ein- und Ausatmen sind wir zufrieden im Körper, zufrieden mit jetzt.
ist gar nicht so, dass irgendetwas nicht mehr Teil des Erlebens sein darf, während wir achtsam ein- und ausatmen. Alles, was wir erleben, findet einfach im Achtsamkeitsrahmen Körper statt. Als Gegenwart. Im geschützten Rahmen der Körperachtsamkeit, deiner Grundeinstellung, des Zufriedenseins mit dem Gegenwärtigen, beginnen wir jetzt Metta in uns wirken zu lassen.
erkennen bei uns selbst, diesem Wesen, das jetzt hier sitzt und meditiert. Sich extra auf den Weg gemacht hat, hier dem inneren Frieden ein Stück näher zu kommen. Zum eigenen Wohl, dem Wohl aller Wesen. Statt jetzt streng irgendwelche Zustände einzufordern, versuchen wir einfach eine ehrlich gemeinte, wohlwollende Absicht in uns zu generieren, und dem Achtsamkeitsrahmen Körper auch wirken zu lassen. Wie fühlt sich das an, wenn wir uns selbst damit ansprechend diesem Wesen Frieden wünschen?
Dann gehen wir im nächsten Schritt über uns selbst hinaus. Machen uns die Gegenwart der Meditierenden hier im Raum, auch im virtuellen Meditationsraum bewusst. Machen uns bewusst, dass da Wesen sitzen, die uns vielleicht viel ähnlicher sind, als wir das normalerweise glauben. Die gleichen Geist-Körper-Prozesse, die kleinen Abwandlungen. Im sich wieder erkennen können, entsteht dann Empathie, Verbundenheit. Achtsam und klar bewusst entdecken wir in uns die Fähigkeit, wirklich wohlwollende Absichten zu generieren, lassen diese dann im Achtsamkeitsrahmen Körper wirken, sich ausbreiten. Wenn wir diesen Wesen Frieden wünschen,
nächsten Schritt lassen wir dann das Wohlwollen von Metta ganz universell werden. Richten unsere freundliche Absicht auf alle Wesen. Dazu müssen wir aber nicht irgendwie nach außen uns woanders hinstrahlen. Wir bleiben ganz im Achtsamkeitsrahmen. Ziehen nur den Vorhang der Ich-Bezogenheit weg, sodass wir uns in Verbundenheit in allen Wesen wiedererkennen können. Gleichen Wunsch nach Wohlbefinden und Frieden, der uns selbst hierher gebracht hat. Es darf ruhig jedes Mal etwas Besonderes sein, dürfen uns daran erinnern, wie immens heilsam es ist, wenn wir allen Wesen Frieden wünschen. Wenn diese Metta-Absicht ganz echt und wirklich für uns wird, sich ganz schön und heilsam anfühlt, kann dieses Gefühl von Berührtheit und Schönheit sich auch körperlich in unserem Achtsamkeitsrahmen zeigen. Immer wieder lassen wir die immense Schönheit dieser kleinen Metta-Absicht in uns wirken, wenn wir allen Wesen Frieden wünschen.